Grüß Gott und hallo, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Beterinnen und Beter. Herzlich willkommen zu unserem Rosenkranz am Mittwochabend. Und wir beginnen mit dem Lied »So nimm denn meine Hände«. Wir feiern heute das Fest der heiligen Mutter Anna und des heiligen Joachim, der Großeltern unseres Herrn Jesus Christus. Und allen, die heute Namenstag feiern, herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir wollen heute besonders nach Indien schauen, nach Manipur. Wie wir verschiedenen christlichen Medien entnehmen konnten, wie der Deutschen Tagespost oder auch Kirche in Not berichten darüber, wie grausam dort Christen misshandelt und umgebracht werden, wie ganze Dörfer niedergebrannt werden. Uns wurde auch Videomaterial zugespielt, das aber so grausam ist, dass wir hier nicht einblenden können. Aber wir wollen die leidenden Christen dort mit unserem Gebet unterstützen. Wir wollen sie einschließen in unser gemeinsames Rosenkranzgebet. Auch alle eure Anliegen, alle Kranken, alle, die uns wieder geschrieben haben, wollen wir natürlich mit hineinnehmen
in unser gemeinsames Gebet. Wir beten für einen 26-Jährigen, der sich das Leben genommen hat, und für eine 57-jährige Mutter von 3 Kindern, die plötzlich verstorben ist. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Auch für diese 3 Kinder wollen wir beten. Möge die Gottesmutter ihnen Mama sein. Einer Mitbeterin muss ein Teil der Lunge entfernt werden. Wir beten für einen Mann, der von der Leiter gestürzt ist. Für einen Mann, der nur noch 30% Herzleistung hat. Für einen Pfarrer, der kurz vor seinem 60. Priesterjubiläum ins Krankenhaus musste. Für eine Frau mit Blutungen und Gehirnerschütterung durch einen Sturz. Für eine Schwangere, die ein Kind verloren hat, dass die zweite Schwangerschaft jetzt keine Probleme macht. Wir beten für einen Freund mit einer seltenen Krankheit. Wir beten für alle, die auf der Insel Rhodos von dem Feuer betroffen sind. Wir beten für eine Mitbeterin aus Hete, die gestern operiert wurde. Für eine Ärztin aus Südtirol, die gestern einen schweren Autounfall hatte. Für eine 69-Jährige mit einem seltenen Hautkrebs. Sie ist Oma von 10 Enkeln. Eine Mitbeterin bittet um Gebet für mehrere kranke Priester. Wir beten für 3 Frauen, dass sie sich selbst verzeihen und auch anderen verzeihen können. Für eine junge Frau, die einen Lehrer sucht für die Orgelprüfung, damit der heilige Josef ihr helfen möge. Wir beten für den Bruder einer Mitbeterin, der im Gefängnis ist, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wir beten für eine Frau, bei ihr hat sich wieder ein Tumor im Gehirn gebildet. Wir beten für eine schwer an Krebs erkrankte Frau, es besteht aus menschlicher Sicht keine Hoffnung mehr. Für den kleinen Luca, der in einem Pool gefallen ist und jetzt im Koma liegt. Ja, und alle eure Anliegen, schließen wir sie ein ins Gebet, denn die Gebete, unsere gemeinsamen Gebete, können die Welt verändern. Durch Gebet kann Frieden werden. Frieden kommt nicht durch die Waffen oder durch die Intelligenz der Politiker oder durch ein großes Heer. Frieden kommt durch Gebet. Wenn wir ins Alte Testament schauen, die Amalekiter haben das Volk Israel angegriffen und sie hatten keine Chance gegen die Amalekiter. Mose war schon 80 Jahre, dann beauftragte er Josua zu kämpfen und er ging mit den besten Männern, aber er konnte nichts ausrichten. Da ging Mose auf den Berg, hat die Hände erhoben und hat gebetet und die Israeliten begannen zu siegen. Und als sie fast gewonnen hatten, ließ Mose die Hände sinken und setzte sich hin und dachte, jetzt ist erledigt. Und dann haben die anderen wieder aufgedreht und sind wieder vorwärts gekommen und haben wieder gegen das Volk Israel Triumphe erreicht. Und als dann 2 Männer kamen, um Mose die Hände zu stützen, dass er wieder beten konnte und den Herrn anflehen konnte, hat Israel den Krieg gewonnen. Das zeigt uns ganz klar, dass Krieg nicht durch Waffen entschieden wird oder Politik oder Intelligenz, sondern, wie die Gottesmutter sagt, durch das Gebet des heiligen Rosenkranzes. Deshalb beten wir noch vertrauensvoller und noch inständiger und noch hingebungsvoller den heiligen Rosenkranz, in dem Bewusstsein, weil Gott uns liebt. Kannst du ihm ganz fest vertrauen, weil Gott dich liebt, hält er wie ein Freund zu dir, weil Gott dich liebt, heilt er.
Wenn du dich verlassen fühlst und leer, rufe den Herrn. Noch in wilden Stürmen auf dem Meer wird er dich hören. Er findet zu dir und kehrt bei dir ein. Du bist nicht allein. Weil Gott dich liebt, kannst du ihm ganz fest vertrauen. Weil Gott dich liebt, hält er wie ein Freund zu dir. Weil Gott dich liebt, halt er alle deine Wunden. Das am Kreuz gestorben ist, hat seinen Sinn. Es ist jede Seele auf der Welt wichtig für ihn. Drum sorgt er für dich und niemals zerbricht, was er dir verspricht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzündet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Heilige Mutter Anna, bitte für uns. Heiliger Vater Joachim, bitte für uns. Das Todesleiden im Garten Gethsemane. Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. In dieser Gründonnerstagsnacht zeigte uns Jesus die wahre Tiefe seiner Liebe, indem er uns das vollkommene Geschenk seiner selbst machte, in der heiligen Eucharistie. Dann bat er seine Apostel um die erste heilige Stunde des Gebetes, als er sie mitten in der Nacht in den Garten mitnahm und sie bat, mit ihm zu wachen und zu beten. Als er zu beten begann, fing er an, Blut zu schwitzen. Der Todesschmerz, den er litt, war das Wissen, dass die heilige Eucharistie von so vielen zurückgewiesen und von so wenigen geschätzt würde. Die heilige Eucharistie zurückweisen bedeutet, Jesus selbst zurückweisen. Er sah durch die Jahrhunderte hindurch, dass er allein gelassen würde, von den Menschen geschmäht und gemieden, in so vielen Tabernakeln der Welt, während er kommt, um uns so viel Liebe und so viel Segen zu bringen. Er ist der zurückgestoßene Liebende, der Gefangene der Liebe im Tabernakel. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie wenige würden an seine wirkliche Gegenwart glauben und noch weniger auf seinen Anruf antworten, im Altarsakrament geliebt zu werden. Und seine Seele wurde zu Tode betrübt. Dann brachte ein Engel Jesus unbeschreibliche Stärkung und Rüstung, indem er ihm jede heilige Stunde zeigte, die du je verbringen würdest. In jedem Augenblick im Garten sah Jesus dich jetzt vor sich beten, und er wusste, dass seine Liebe erwidert würde. Deshalb ist dein Besuch bei ihm so wichtig. Deine heilige Stunde tröstet ihn für jene, die ihn nicht lieben, und gewinnt zahllose Gnaden für viele, damit sie sich zu ihm bekehren. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel,
besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du Königin des Friedens, bitte für uns. Die Geißelung an der Säule. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn wir auf die heilige Hostie schauen, werden wir an das Opfer Jesu erinnert, das er für uns brachte, um das wahre Leben unserer Seele zu werden. Denn die Eucharistie entspringt aus der Passion unseres Herrn Jesus Christus. Sie ist die süße Frucht all seiner Leiden. Ihr wurdet losgekauft mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Jesus entschied sich, in diesem allerheiligsten Sakrament zu uns zu kommen, unter der Gestalt des Brotes, als ein immerwährendes Mahnmal dafür, wie sehr er uns liebt. Denn wie Weizen, der ausgedroschen, zerbrochen und zermahlen wird, ehe er zu Brot wird, war Jesus, unser göttlicher Weizen, gewillt, an der Geißelsäule zerschlagen, im Herzen zerbrochen und in der Demütigung zermalmt zu werden, um für uns das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, zu werden. Denn er sagt, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du Heil der Kranken, bitte für sie. Die Krönung mit der Dornenkrone. Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Wir meditieren nicht nur über die Dornenkrone um das Haupt Jesu, sondern genauso um die um sein heiligstes Herz. Denn hier leidet er heute mehr als während seiner ganzen Passion. Die Dornen um sein Herz symbolisieren den Schmerz, den er erleidet, aufgrund des Undankes der Welt gegen seine Liebe in der heiligen Eucharistie. Sieh dieses Herz, das so viel geliebt hat und dessen Liebe dennoch so wenig erwidert wird. Seht, da ist der Mensch. Seht all die abgesperrten und leeren Kirchen, in denen er wohnt. Aufs Neue wird Jesus das Opferlamm der heiligen Eucharistie, wie vor Pilatus und in seiner Passion, nicht geschätzt, weil hier keine stattliche und edle Gestalt an ihm ist, die die Menschen veranlassen würden, gerne auf ihn zu schauen. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Doch wenn wir auf das Altarsakrament schauen, erblicken wir im Glauben die wahre Schönheit des Paradieses, die erregendste Wirklichkeit in unserem Leben. Denn in der heiligen Eucharistie ist die persönliche Liebe Jesu zu dir enthalten, die alle Liebe im Himmel und auf der Erde zusammenfasst.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang,
so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du Makellose, bitte für uns. Das vierte Geheimnis: Jesus trägt sein Kreuz. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus küsste und umarmte sein Kreuz aus Liebe zu uns, denn durch sein heiliges Kreuz würde er in der Eucharistie mit uns eins werden. Die Eucharistie ist das Geschenk der Passion unseres Herrn. Mit Maria vereinigen wir uns mit Jesus und bringen ihm all unsere Leiden an Geist, Körper und Seele und im Herzen dar. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Es wird uns nie mehr aufgegeben, als wir tragen oder aushalten können. Und wie Simeon Jesus sein Kreuz tragen half, so hilft uns Jesus selbst, das unsere zu tragen. Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen. Alle Prüfungen reinigen uns und führen uns in eine tiefere Einheit mit Jesus. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wir bieten Jesus all unsere Leiden an für die Rettung der Seelen, sogar die Leiden, die wir selber über uns bringen. Das ist der Triumph des Kreuzes. Alles Leiden hat beständigen und erlösenden Wert, wenn es Jesus dargeboten wird, der alles menschliche Leid durch sein heiliges Kreuz verherrlicht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du Hilfe der Christen, bitte für uns. Die Kreuzigung und der Tod Jesu am Kreuz. Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten. Am Kreuz fühlte sich Jesus vollkommen verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Erde wollte ihn nicht und der Himmel wollte ihn nicht haben. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes wurden. Das war der Preis, den er bereitwillig zahlte, um uns mit dem Vater zu versöhnen, so dass wir an Kindesstatt angenommen rufen können, Abba, Vater. Der Karfreitag folgt auf dem Gründonnerstag, weil das Opfer Christi am Kreuz der Preis war, den er liebend zahlte, um uns das vollkommene Geschenk seiner selbst zu geben, in der heiligen Eucharistie. Und um unser göttlicher Begleiter,
in diesem allerheiligsten Sakrament zu werden. Zu seinem offenen Herzen im Altarsakrament lädt Jesus die ganze Menschheit ein. Sie soll spirituell in sein geistliches Herz eintreten, um Ruhe und Erquickung in seiner eucharistischen Liebe zu finden. Ihr werdet Wasser schöpfen, voll Freude, aus den Quellen des Heils. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen.
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Heiliger Josef, du Patron der Heiligen Kirche, bitte für uns. Ewiger Vater, durch die unbefleckten Hände Mariens, nimm an diesen Rosenkranz. Möge die Rosenkranzkönigin durch ihre Fürbitte ergänzen, was an unserem Gebet unvollkommen war. So werde es für dich, gütiger Vater, eine würdige Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Et verbum caro factum est. Für unseren Papst Franziskus, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ja, bestürmen wir immer wieder den Himmel für den Frieden in der Welt, für unsere bedrängten Brüder und Schwestern, für die Leidenden, für die Kranken.
Gerade wenn jemand krank ist, fällt es ihm oft schwer, selbst zu beten. Aber wir können für ihn eintreten. Wir können für unsere Brüder und Schwestern bei Gott bitten, den Himmel anrufen, alle Engel und Heiligen, dass sie mit uns gemeinsam beten. Nützen wir dieses kostbare Geschenk, das uns unsere heilige katholische Kirche macht, dass wir schöpfen können aus den Gnadenquellen des Heils, aus den heiligen Sakramenten, dass wir gemeinsam mit Maria und durch Maria und in Maria, wie der heilige Ludwig sagt, den Himmel bestürmen, dass sie unsere Gebete emporträgt zu Gott. In diesem Vertrauen greifen wir immer wieder zum Rosenkranz, das ja das liebste Gebet der Gottesmutter ist, und bitten wir sie um Frieden in der Welt, um Frieden in unseren Familien und im eigenen Herzen. In diesem Sinne wollen wir uns auch Gott anvertrauen, durch das unbefleckte Herz Mariens. Hier wollen wir all unsere Gebete und Leiden, unsere Sorgen, all unsere Sorgenkinder übergeben in unserem Weihegebet. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar, und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels, sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umherschleichen, durch die Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen. Wir bitten wieder alle Priester, die jetzt mit uns gebetet haben, um den priesterlichen Segen. Für all jene, für die wir heute gebetet haben, für die Kranken, für die Leidenden, besonders für die bedrängten Christen in Manipur. So segne uns auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und ihrer heiligen Eltern Anna und Joachim, der allmächtige und barmherzige Herr, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Ja, ich sag Dankeschön wieder fürs Mitbeten, fürs Dranbleiben und für die Treue. Ja, Gebet ist wichtig, das merken wir immer wieder. Und deshalb, es freut mich, wenn wir uns dann, wenn Gott so will, wiedersehen am kommenden Sonntag. Und bis dahin sagen wir Servus für Gott und auf Wiederschauen, Ihre, eure Brigitte Träder und euer Siegfried. Und jetzt noch das Lied Maria zu lieben. In Liebe.
Gott. Adi.